Leute, willkommen vom Boot, willkommen zum nächsten Video. Kater wieder mit an Bord. Heute wollen wir mal gucken, ob wir den Motor starten und er das erträgt und dann vielleicht rausfahren, mal gucken. Ansonsten ist uns aufgefallen, dass wir glauben, dass die Tankanzeige nicht mehr geht, weil die ist immer auf voll oder kurz vor voll. Und was ja erstmal nicht schlecht ist, ne? Was ja eigentlich gut ist, aber wenn ich Strom wegnehme oder Motor starte oder so, geht die nicht einmal auf null oder so. Also das kenne ich eigentlich ja vom Auto so, dass wenn man einmal startet, die einmal auf null geht und wieder hoch. Wir haben natürlich randvoll gemacht vor dem Winter und haben ja nicht viel verbraucht bisher, aber naja, wir wollen ja demnächst mal irgendwie länger los und dann muss das ja auch mal funktionieren. Von daher überprüfe ich jetzt mal so ein bisschen, um zu gucken, ob ja, zumindest die Kabel dran sind. Also der Tank ist bei uns hier drunter und dafür haben wir hier so ein, ich nenne es mal Wartungsloch. Ich würde jetzt fast schätzen, dass hier der Geber, sieht man nicht, dass der Geber für die Tankanzeige hier ist. Da sind die einfach noch Schläuche, Zu- und Ablauf vielleicht. Und das sieht mir eher nach Entlüftung aus oder sowas. Ja, ich würde jetzt mal hinten an die Anzeige draußen rangucken, ob da alles lübt. Und ja, vielleicht haben wir Glück und der ist einfach so voll und wir verbrauchen nichts. Vielleicht aber auch nicht. Deswegen checken wir das jetzt mal. Wir haben hier dieses Panel, vier Schrauben, hier ist die Tankanzeige, also wir haben auch keinen Strom an Motor, wir haben den Motor natürlich nicht an, ihr seht, der ist jetzt auch voll, die ganze Zeit. Ja, und jetzt sind wir auch beim letzten Mal schon ein bisschen gefahren, von daher würden wir eigentlich schon schätzen, dass wir ein bisschen Verbrauch haben. Naja, mal gucken. Im allerschlimmsten Fall tanken wir einfach rein, wenn wir das nächste Mal fahren und müssen halt mal gucken. Hier sieht man auch schon, Panel auch schon gebrochen. An den Schrauben. Oh. Ja. Das kriegst du jetzt, kannst du jetzt ja gar nicht mehr festmachen. Doch, kannst du noch. Oh. Das hält ja an dem hier. So. Mal gucken. Also so sieht das bei uns aus. Ich muss gestehen, im Vergleich zu den anderen Kontakten sieht hier eigentlich alles gut aus. Also ist nicht so doll oxidiert wie gedacht. Wie gesagt, hier haben wir auch nichts verändert, also kann da auch eigentlich nichts jetzt falsch eingesteckt sein oder sonst was. Ich werde gleich nochmal googeln, woran das liegen kann. Also wie gesagt, der Tank sitzt hier unten. Ich habe mich jetzt noch schlau gemacht, wie der Geber wahrscheinlich aufgebaut ist. Also ich denke mal, wir sollten einen mit Schwimmer haben. Von daher mache ich den Tank jetzt mal auf. Gucke halt mal, wie viel Sprit noch drin ist. Das sieht man ja ungefähr. Und dann, wenn er mechanisch ist, soll man den ja einfach bewegen können. Und da müsste die Anzeige ja mitgehen. Das teste ich jetzt mal. Ja, wenn alles perfekt läuft, ist er einfach randvoll. Und wir verbrauchen so wenig, dass es uns Angst gemacht hat. So, wir haben es jetzt folgendermaßen gemacht. Ich habe zwei Schrauben gelöst und dann haben wir mit dem Schraubenzieher mal gemessen, sage ich mal, wie hoch der Spiegel ist. Und da ist auf jeden Fall noch echt viel drin. Deswegen mache ich ihn jetzt erstmal nicht auf. Wir werden erstmal noch ein bisschen was verfahren. Wir fahren ja noch keine großen Strecken. Und dann werden wir das jetzt immer mal so kontrollieren. Außer wenn die Anzeige sowieso jetzt sagt, sie geht immer mal wieder runter. Gucken wir mal. Aber erstmal, also heute machen wir jetzt nicht auf. Will mich erst noch ein bisschen informieren. Und wir fahren jetzt erstmal noch, machen noch mal raus und dann gucken wir mal. Ja, also letzte Schraube wieder rein und beten, dass der einfach so voll war, dass er dann noch nicht so viel runtergegangen ist. Und dass das scheinbar so immer Strom drauf ist oder der anders funktioniert als die alten Anzeigen, die ich aus dem Auto kenne, von meiner Omi, die sich halt immer einmal zurückgesetzt hat, wenn man die Zündung betätigt hat. Ja, mal gucken. Gut, ja, wir haben eben gemessen und Emmy ist aufgefallen, dass beim Geber der eine Stecker nicht richtig drauf war, warum auch immer. Kann auch sein, dass es beim Einlagern passiert ist. Den hat Emmy wieder drauf gesteckt. Jetzt habe ich einmal Strom weggenommen. Und jetzt könnt ihr einmal gucken. Jetzt geht's nämlich. Ja. So kenne ich das nämlich, weil wenn man jetzt wieder Strom ranmacht, geht er wieder hoch. Also hoffe ich, ich mach mal. Bleibt er da unten. Okay.
Ja, ist oben. Ja, hat sich, ja. Geil. Okay, perfekt. Wer guckt denn da mal raus? Ihr könnt es vielleicht hören, wir haben gerade den Motor angemacht und ja, der läuft jetzt schon ein paar Minuten und ja, der Kater sitzt da ganz entspannt und macht nichts. Also ich glaube, er hört so ein bisschen und spürt ja auch die Vibration, aber ja, ihr seht selbst. Ganz entspannt, Gott sei Dank. Ne, Piet? Können wir los, ne? So, Leute. Wir sind jetzt noch mal etwas später, es ist glaube ich 18 Uhr, noch mal rausgefahren. Gute Zeit. Hä? Gute Zeit. Ja. Genau, und ihr seht, der kleine Muckel ist hier unten. Na, Stinky? Alles gut? Ja. Hm? Ja, das sind jetzt erstmal ganz verrückte Geräusche für ihn. Aber er macht das richtig gut. Richtig gut. Hast du dir verdient? Das müssen wir nochmal üben, glaube ich. Überschaffen. Läuft doch perfekt. Schön rausgefahren, das Ablegemanöver haben wir euch jetzt mal nicht gezeigt. Oha, oha. Guck mal, wer da auch noch mit raus will. Aber da brauchen wir eigentlich die Schwimmweste, Kollege. Italiano. Bei uns gibt es heute Bruschetta. Sieht richtig gut aus. Und hier ist unser Grill im Einsatz. Verfalle mit Fleischbällchen. Natürlich selbstgemachte, ne? Und der Chefkoch bewacht das Fleisch. Ich habe mich ums Gemüse gekümmert. Genau, und wir haben uns hier so eine Kräuter-Tomatensoße gekauft und das, was beim Zubereiten übrig geblieben ist, hier, kommt da gleich noch mit rein.